So, hier habe ich jetzt ausgeklinkt, weil hier fängt es wieder an fest zu werden. Und dann kann ich das alte mit dem neuen so verbinden. Da oben wieder dekassier. Und wie vorhin. Dann den Turbo-Kleber. Bisschen schlechte Laune, weil ich habe mir voll auf den Finger gekommen. Kassier tue ich mal schön groß schneiden, weil es lässt sich so schwer drücken und dann praktisch so ein Bogen, einmal so und so, macht eine gute Fuge, wulst. Da bin ich dann doch eher wieder für Holzleim, obwohl das echt gut klebt, das Zeug. Geht nichts über Holzleim mit Holz, Holz mit Holz zu verbinden. Müssen jetzt alle Schraubzwingen. Vier Stück, sind keine.
noch eine finden. Bumucke. Bumucke. Außen schrauben. Die alten hatte ich nämlich abgeflext. Jetzt kann ich schon die neuen reinmachen.
Alter, habe ich vergessen, die scheiß Ding rauszuziehen. Das ist trocken und klebt nicht mehr. Cut. Schneide ich raus. Ich blöd, Alter. Denken die alle, ich bin bescheuert. Das ist schon mal, der geht da und... Jetzt hebt der Scheiße. Das machst du da und dann laberst du, ja, ich mach das und das und dann vergisst du so eine Scheiße, ja. Da will man ja. Nochmal für 2,50 verkleben. Na, steht man natürlich nicht los. Lass mal drin. Fehler passieren? Scheiße. Musst du seinen Fehlern stehen? Manche Latten, ja, so spröde Scheiße, wird mit Absicht dazwischen gepackt in den Pakete, dass du es nicht siehst. Dann schneidest du auf und hast du so Opferlatten da. Gut. Also aktuell werde ich jetzt noch aufreiben und dann... Vielleicht fertig für heute. Aber vielleicht sehen wir uns noch.